totalitäre Staat wird zunehmend mehr als Problem angesehen, denn als Lösung für die Herausforderungen menschlichen Zusammenlebens. Vor dem Hintergrund möchte ich Ihnen in aller Kürze schildern so Modelle der politischen Philosophie, wo die Auseinandersetzung sozusagen Freiheit, Sicherheit, wie werden die in Relation zueinander gesetzt, von verschiedenen Autoren auf den Punkt gebracht werden. Und ich werde dabei jeweils ausgehen von dem Menschenbild, das die einzelnen Philosophen haben, denn keine politische Philosophie ist verständlich, ohne zu wissen, wie sich die Philosophen, Philosophinnen den Menschen vorstellen. Eine ganz einflussreiche politische Philosophie ist die von Thomas Hobbes. Und man könnte es so auf den Punkt bringen, dass der Thomas Hobbes den Staat als Frucht der Furcht angesehen hat. Ja, die Furcht der Menschen voreinander, weil er davon ausgeht, dass Menschen sozusagen von Grund auf willkürfrei sind, tun, was sie wollen, in einer Art gedachten Naturzustand. Und dieser Naturzustand, in dem die Menschen völlig ohne Schranken aufeinander losgelassen werden, und dieses regellose Aufeinanderprallen der Menschen, die sozusagen nicht gebändigt sind durch irgendwelche staatlichen Institutionen, mündet in dem, was der Hobbes Krieg aller gegen alle nennt. Und das können Sie sich vielleicht noch erinnern. Dieser Krieg aller gegen alle ist ein ganz entsetzlicher Zustand. Und das ist meines Erachtens eines der eindrucksvollsten Zitate vielleicht aus der gesamten Geschichte der politischen Philosophie, wo Hobbes schildert, wie es in diesem Krieg aller gegen alle zugeht. Ich habe das aus einem Cartoon raus. Aber das Zitat ist von Hobbes unmittelbar. Wie schaut es da aus? No arts, no letters, no society, and which is worst of all, continual fear and danger of violent death and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish and short. Also eine völlig devastierende Situation in diesem Krieg aller gegen alle. Und was ist dann die Antwort darauf? Nach Thomas Hobbes, wenn man darauf blickt, es muss ein starker Staat kommen, der die Menschen im Zaum hält. Die Antwort ist der Leviathan, eine Art Friedensmaschine, wo diese Freiheit, diese Willkür, die die Menschen im Naturzustand haben, ausgetauscht wird gegen Sicherheit. Vielleicht haben Leuten bei ein paar von Ihnen die Glocken mit Blick auf den Begriff Leviathan, die Bibelfest sind, denken sofort an das Buch Hiob. Da kommt es nämlich her, der Leviathan ist ein Seemonster. Ja? Das ist ein sehr starkes Bild, ja? Der Staat als Monster. Und der Hobbes war selber dabei, als dieses Bild entwickelt worden ist. Das sind lauter kleine Menschleins, ja? Die sozusagen eingepasst sind in diesen Leib des Staates. So in der frühen Neuzeit hat man sich den Staat mal als Körper vorgestellt. Und die einzelnen Menschen sind quasi Teile des Körpers und sie halten diesen Staat zusammen. Das Spannende daran ist, auch durch die heutigen Debatten über das Verhältnis von Recht und Religion, dass der Staat nicht nur das Schwert, sondern auch den Bischofsstab in der Hand hat, ja? Weil die Religion als eine der größten Gefahren angesehen wird, dass dann muss der Staat auch darüber sozusagen die Gewalt haben. Und die Idee ist, dass die Menschen sozusagen völlig eingeschränkt werden in ihrer Freiheit und sich einpassen in diesen Staat. Und das Einzige, was der Hobbes dann quasi offen lässt, in die Hirne der Menschen kommt er nicht rein, because thought is free, ja, die Gedanken sind frei, aber sie dürfen sich nur in den Grenzen dessen, was der Staat erlaubt, artikulieren. Das ist ein ziemlich starkes Bild dessen, was ein Staat, wie ein Staat sozusagen aufgestellt ist. Was er leistet, ist, er lässt immerhin die Gewissensfreiheit und im Kern ist es eine Art, ein Rechtsstaat, ja, der die Menschen im Zaum halten soll. Aber es ist schon ein sehr starker Staat mit nur so einzelnen liberalen Einsprengseln. Und von dieser Konzeption her, wenn man sich irgendwie vorstellt, man muss Ordnung schaffen in komplexen Wesen, von dieser Konzeption her gibt es dann zwei Wege, könnte man sagen. Ja, der eine Weg ging dahin, diesen Staat noch stärker zu machen, den Zugriff des Staates auf die einzelnen Rechtsunterworfenen oder auf die Unterworfenen noch stärker zu machen. Das ist der Weg des Totalitarismus, das ist der Weg von Karl Schmitt, das werde ich Ihnen sozusagen in Kürze jetzt schildern. Und der andere Weg ist derjenige, den wir gegangen sind, den wir uns preisen und rühmen gegangen zu sein, nämlich der liberale Rechtsstaat. Auch der Karl Schmitt hat ein ganz grimmiges Menschenbild. Ich darf Ihnen nur kurz vorlesen, wie er sich die Menschen vorstellt.
Menschen sind für ihn ein Meer zügellosen und bornierten Egoismus und rohester Instinkte. Der Mensch sei schon wegen seiner positiven Beziehung zur Gefahr und zum Gefährlichen dem Bösen näher als dem Guten. Also die Menschen sind gefährliche Wesen. Und der Carl Schmitt schaut sich die Theorie von Hobbes an, sagt der Thomas Hobbes, das war ja ein Weichei, meine Worte natürlich, ja. Aber der Thomas Hobbes, der hat etwas übersehen, der hat den Keim des Verderbens in den Staat hineingelegt, indem er nämlich die Gewissensfreiheit, die Gedankenfreiheit offen gelassen hat. Ein echter starker Staat, ein totaler Staat, muss auch noch die Gewissensfreiheit der einzelnen Person überspielen. Ja. Muss sozusagen die Menschen auch gedanklich einpassen in ein Gefüge, in ein System. Alle müssen sich sozusagen fügen, müssen im Einklang stehen mit den staatlichen Vorgaben. Das heißt, das individuelle Gewissen ist der Keim des Verderbens, das muss überspielt werden, und zwar mit entsprechenden dann natürlich Methoden der Einflussnahme. Carl Schmitt ist auch deswegen bekannt, weil er so diesen Ausnahmezustand als Zustand der Entscheidung über das Schicksal einer Volksgemeinschaft so mystifiziert hat. Er unterscheidet ganz klar zwischen Freund und Feind. Es gibt sozusagen Staat nur Freund und Feind. Und im Ausnahmezustand wird dann entschieden, wer jeweils Freund ist und vor allem wer Feind ist und welche Taten dann notwendig sind, um die Not zu wenden. Ordnung und Sicherheit werden so verbürgt, dass es keinerlei staatsfeindliche, staatshemmende oder staatszerspaltende Kräfte geben darf. Das ist seine Wende zum totalen Staat. Und Carl Schmitt verwirft auch dann die Idee der Rechtsstaatlichkeit völlig. Weil er findet, dass sozusagen Rechtsstaatlichkeit den Staat nur hemmt und hindert, daran wirklich jetzt sozusagen effektiv die Feinde loszuwerden. Also war mir wichtig, Ihnen das sozusagen als Kontrastbild aufzubauen, als extremes Kontrastbild zu dem, was wir eigentlich als Bild des Staates haben, nämlich dass der Staat da sein soll zum Schutz der Rechte der Menschen. Und damit komme ich zu einem quasi Nachfolger von Thomas Hobbes, nämlich John Locke. John Locke, der vielleicht könnte man ihn durchaus als Stammvater des Liberalismus bezeichnen, der auch von einem Naturzustand her denkt, so wie der Thomas Hobbes, der sich aber vorstellt, dass die Menschen im Naturzustand schon grundlegende Rechte haben. Jeder Mensch darf leben und hat immer schon grundlegende Rechte. Und diese Rechte sollen auch im Naturzustand eigentlich schon geschützt werden. Also wir kommen auf die Welt, wir haben keine staatlichen Institutionen, so stellen wir uns das vor. Und wir wissen aber immer schon, dass die andere Person berechtigt ist, so wie ich selbst auch berechtigt. Was sind die grundlegenden Rechte? Das sind Leben, Freiheit und Besitz. Das ist die liberale Trias. Life, Liberty and Property. Die sind schon im Naturzustand geschützt. Und im Naturzustand sollen die dann auch vollstreckt werden. Aber wie man sich vorstellen kann, gelingt das natürlich nicht. Weil Menschen parteilich sind, sind eher auf ihre eigenen Interessen bezogen. Und ohne Institutionen funktioniert es nicht. So meint John Locke. Deswegen richtet auch John Locke den Staat ein mit einem Gesellschaftsvertrag. Und hier findet aber nicht statt ein Tausch zwischen Freiheit und Sicherheit, sondern der Staat ist eingerichtet, um die grundlegenden Rechte der Menschen zu schützen. Das heißt also, dieser Staat ist getragen von einem Umzug. Ja, da ist kein Selbstzweck, da geht es nicht um Herrschaft, da geht es nicht darum, grundlegend einfach nur Menschen im Zaum zu halten, sondern es geht darum, dass der Staat da ist, um die grundlegenden Rechte zu schützen. Da steht dann auch in einem Treuhandverhältnis zur Bevölkerung. Das ist ein Motiv, das schon aus dem mittelalterlichen Lebenswesen übernommen worden ist. Und ganz wichtig, er ist verpflichtet auf den Schutz der natürlichen Freiheitsrechte. Der Staat scheitert, wenn er nicht die natürlichen Freiheitsrechte verbürgt. Und wenn er das nicht schafft, der Staat, wenn er das nicht hinreichend ernst nimmt, nämlich die Freiheitsrechte zu verbürgen, dann haben die Bürger sogar ein Recht auf Widerstand. Da war der John Locke einer der ganz wenigen, die sich das getraut haben. Nicht einmal der große Freiheitsphilosoph Immanuel Kant hat sich getraut, ein Recht auf Widerstand zu postulieren. Aber der Locke hat gemeint, nein, es ist sogar ganz gescheit, wenn wir das institutionalisieren.
weil wenn die staatlichen Organe wissen, im Fall ihres Scheiterns, dann hat die Bevölkerung ein Recht auf Widerstand, dann werden sie sich umso mehr bemühen, ihre Pflichten entsprechend zu erfüllen. Also der Kant hat diese Argumentation nicht überzeugt. Aber der Kant hatte auch die französische Revolution irgendwie vor Augen. Und die hat ihn einerseits sehr fasziniert und enthusiasmiert und gleichzeitig hat er sich vor den Konsequenzen einer solchen Revolution richtig gefürchtet und deswegen hat er sich dann nicht getraut, ein Recht auf Widerstand zu postulieren. Immanuel Kant hat ebenso wie John Locke den Staat zum Schutz der Freiheit eingerichtet. Das Menschenbild von Immanuel Kant ist eines, das dann wichtige Impulse gibt für seine, ziemlich illusionsfreie Einrichtung des Staates und dass Menschen aus krummem Holz geschnitzt sind, so hat Kant gesagt. Menschen sind aus krummem Holz, da kann man nichts Gerades daraus zimmern. Ja, wir alle sind aus krummem Holz, die einen mehr, die anderen weniger. Und diese Fehlbarkeit des Menschen, die uns so ganz grundlegend ausmacht, die ist aber quasi verknüpft mit der Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Wir können uns selbst eine Lebensreise wählen, scheitern an einer Stelle. Und wir sollten das halt so tun, dass wir einander nicht schaden, dass wir nicht in die Wahl der anderen eingreifen. Und deswegen meint auch Kant, also wir sind fähig zur Selbstbestimmung, wir können aber anderen schaden. Deshalb müssen wir unsere Willkür wechselseitig einschränken. Das heißt also, das sieht Kant auch als die Aufgabe des Rechts in einem ganz fundamentalen Sinn. Das Recht soll einen äußeren Entfaltungsbereich der menschlichen Willkür gewährleisten. Wie ist der Rechtsbegriff bei Kant? Der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Das allgemeine Gesetz der Freiheit, das heißt, wir erkennen einander wechselseitig an als gleichermaßen freies Individuum. Freiheit ist das Rechtsprinzip und vor dem Hintergrund der Freiheit als zentrales Prinzip begründet Kant dann auch den Rechtszwang. Es ist immer die große Frage, wenn man sagt, man hat einen politischen Philosophen, der schwafelt die ganze Zeit von Freiheit, die Freiheit und die Freiheit, na, wie kann man denn dann noch Rechtszwang begründen? Na, ganz einfach, indem man sagt, Rechtszwang ist dann erforderlich, wenn ein gewisser Gebrauch der Freiheit selbst ein Hindernis der Freiheit ist. Ja? Also wenn jemand durch seine Verhaltensweisen ein Hindernis der Freiheit für eine andere Person darstellt, dann braucht es den Zwang, um das Hindernis der Freiheit zu verhindern. Es geht also um die Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit. Die sogenannte doppelte Negation. Und damit hat man sozusagen über das Konzept der Freiheit den Rechtszwang begründet. Sozusagen, wo aber auch drinnen steckt, dass auch die Art, wie der Rechtszwang ausgeübt werden soll, die Freiheit der Menschen ernst nimmt. In diesem liberalen Paradigma und vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ja, stellt sich das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit wie folgt dar. Es ist nicht ein Verhältnis von zwei Grundwerten, die auf gleicher Ebene sind. Es geht nicht darum, Freiheit und Sicherheit als zwei gleichgeordnete Grundwerte zu balancieren, sondern Freiheit und Sicherheit stehen in einer Relation von Zweck und Mittel. Das heißt also, Sicherheit ist das Instrument, um Freiheit zu ermöglichen. Das ist sozusagen, das ist jetzt mein Credo. Es gibt in der sehr reichhaltigen Literatur über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit sehr viele Auseinandersetzungen, sehr viele Fassungen auch davon. Es gibt die einen, die sagen, das sind zwei Grundwerte, die können irgendwie ausbalanciert. Es gibt auch welche, die sagen, Sicherheit ist sozusagen das Vorrangige und dann gibt es halt noch ein bisschen Freiheit, aber die muss gezügelt werden, die kommen dann eher von Hobbes und Schmitt daher. Ich reihe mich ein in diese Tradition von Kant und dann gibt es Autoren wie Heiner Bielefeld auch, die irgendwie sagen, Freiheit geht vor, Sicherheit hat ihr zu dienen, die Relation von Freiheit und Sicherheit ist eine von Zweck und Mittel. Das wird natürlich massiv herausgefordert und damit tüpfe ich wieder an meine Überlegungen vom Anfang. Die Herausforderungen des Terrorismus
in den Zeiten, in denen wir leben, besetzt Terrorismus unser Denken und wir glauben dann, das ist sozusagen etwas, vor dem wir uns ganz besonders fürchten müssen. Und im Kontext dessen wird die Freiheit dann zum Synonym für Gefahr. Ja, Freiheit ist nicht mehr etwas, was wir unter dem Aspekt der Entfaltung sehen, sondern die Freiheit der anderen ist immer schon eine Gefahr für uns und dadurch steigt dann die Bereitschaft auch entsprechend mit Repression zu reagieren. Ich habe Ihnen da ein Zitat mitgebracht, das ich sehr, sehr passend finde, von Frankenberg, der geschrieben hat: Angetrieben von dramatischen, angsterzeugenden Bedrohungsszenarien wie dem Bild der tickenden Bombe oder der Kriegsmetapher drängt sich die Hobbesche Frage, wie sich eine Bürgerschaft staatlich zügeln lässt, um überschießende Aktivitäten der Zivilgesellschaft und insbesondere kriminelles Handeln gefährlicher Elemente möglichst rechtzeitig und wirksam zu unterbinden, in den Vordergrund. Staatstechnik löst sich damit aus den Fesseln des liberalen Paradigmas und normalisiert den Ausnahmezustand zu einer alltäglichen Situation im Rechtsstaat. Sie folgen ihrer Praxis der Annahme, dass primär mit Gefahren aus der Mitte der Gesellschaft zu rechnen ist, die sich nicht freiheitlich führen lassen und daher hoheitlich zu überwachen, zu disziplinieren und zu lenken sind. Also das heißt, das Gefährdungspotenzial, welches der Staat welches der Staat selbst bietet, ja, auf das er der Locke geantwortet hat. Der Locke hat irgendwie den Hobbeschen Staat gesehen und gesagt, das ist furchtbar, das ist ein Monster, das ist gefährlich, der Staat ist gefährlich. Ja. Dieses Gefährdungspotenzial des Staates, das gerät dadurch aus dem Blick. Man sieht nur noch die Gefahren, die aus der Mitte des Staates kommen. Das führt dann in Teilen zu Reaktionen, bis hin zu Überreaktionen im Recht und in der Rechtswissenschaft, sozusagen, wo die Logik des Ausnahmerechts an ihre Grenzen getrieben wird. Dieses Motiv der tickenden Bombe, und was macht man damit, wenn die Bombe tickt? Und natürlich praktischerweise hat man dann immer einen prospektiven Täter an der Hand. Ja, man foltert ihn oder man foltert irgendeinen Angehörigen oder eine Angehörige. Vor dem Hintergrund, dass es ja darum geht, Hunderte, Tausende, Millionen Menschen zu retten. Und dann kommt auch immer wieder dieses Motiv, und das ist sehr suggestiv, Innocent Lives. Ja? Wir haben sozusagen den gefährlichen Täter auf der einen Seite und Thousands, Tens of Thousands, Hundreds of Thousands of Innocent Lives, die es zu retten gibt. Das ist sehr, sehr suggestiv, das sind utilitaristische Theorien, die da im Hintergrund stehen. Überhaupt die Zurücknahme von Freiheitsversprechen in einem, wie Frankenberg das nennt, angstrechtlichen Regime. Und da darf ich Ihnen kurz auch noch ein Zitat von Frankenberg vorlesen, das das sehr gut illustriert. Offizielle Feindbilder und Bedrohungsszenarien produzieren ein verstärktes Bedürfnis nach Beschwichtigungen und harmonisierenden autoritativen Symbolen. Eine Politik der Angst schafft dadurch eine folgenreiche Spannungslage zwischen Bedrohungen und Beschwichtigungen. Ob nun planvoll oder planlos, sie mobilisiert auf Seiten ihrer Adressaten präsente Befürchtungen und Sicherheitsbedürfnisse. Zugleich überfordert sie aufgrund der Maßlosigkeit sowohl der Sicherheitsversprechungen als auch der Ängste und Sicherheitsbedürfnisse einen Staat, der als Rechtsstaat regiert, indem er Freiheitsversprechen zurücknimmt, sich aber im Gegenzug als Sicherheitsstaat aufspielt, ohne den Freiheitsverlust mit Sicherheitsgewinnen kompensieren zu können. Und das ist halt die große Problematik immer wieder, selbst sozusagen im Lichte der Realität von Bedrohungsszenarien, dass sehr viele der Sicherheitsversprechungen, die dann gemacht werden, ja auch nicht eingehalten werden können. Damit komme ich zu meinen Schlussworten. Die Unverfügbarkeit der Menschenwürde und das Primat der Freiheit. Immanuel Kant hat nicht nur gesagt, dass wir alle aus krummem Holz sind, sondern er hat auch gesagt, die Aufgabe der Staatsbegründung ist eine sehr komplexe und sie sollte so gestaltet werden, dass der Staat selbst für ein Volk von Teufeln funktioniert, wenn sie nur Verstand haben. Ein Volk von Teufeln, wenn sie nur Verstand haben. Und dieses Motiv greift Denninger auf, wenn er sagt, ja, wir sollten uns davor hüten, sozusagen das Teufelsein immer nur den anderen zuzuweisen. Wir alle sind auf eine gewisse Weise Teufel, das irgendwie schaffen, miteinander zu leben. Und wir sollten vor allem nicht jene Ausnahmeerscheinungen
wie jene des Terrorismus exemplarisch nehmen und den Staat dann sozusagen von Grund auf daraus ausrichten. Also er meint, die meisten Teufel, die wir alle sind, haben im kantischen Sinne Verstand und es spricht nichts dagegen, an dem Art der Freiheit festzuhalten. Die normative Orientierung an der Ausnahme zurückzunehmen, auch im Lichte der Gefahr von Dammbrüchen und insgesamt den liberalen Rechtsstaat zu pflegen. Alle Eingriffe bedürfen der Verhältnismäßigkeit und insbesondere, und deswegen war es mir auch so wichtig, auf diese auf die Uneinlösbarkeit vieler Sicherheitsversprechen hinzuweisen. Ja? Dass immer die Frage ist, sind Maßnahmen, die geplant sind, überhaupt geeignet? Ja, sind sie überhaupt geeignet und sind sie erforderlich, um die Bedrohungen, die drohen, abzuwehren?